Hallo, das war ein Stück aus einer Soleá, und zwar der Tremolo-Teil daraus. Das Tremolo im Flamenco unterscheidet sich vom klassischen durch einen Anschlag mehr. Konkret, wir haben statt Daumen, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, jetzt den Daumen, dann Zeigefinger zusätzlich und dann Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger angeschlagen. Dadurch wird es etwas dichter als das klassische. Die klassische Technik. Noch ein Unterschied zur klassischen Spieltechnik ist im Daumenanschlag gegeben. Der wird meistens angelegt, leicht angelegt, damit er die Melodie nicht zudeckt, aber doch angelegt, angeschlagen, was ein bisschen einen dickeren, einen anderen Klang ergibt. Ja, und ihr könnt beginnen mit einer einfachen Übung. Einfach. Das heißt, ich spiele nur den Bass, jetzt E, leere E-Seite und dann die leere erste hohe E-Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und das dann schnell. Ich empfehle euch, die Tremolo-Technik ganz langsam zu üben. Da braucht man wirklich viel Geduld. Es geht nur schrittweise. Eine gute Übung ist es auch, die einzelnen Anschläge mit den Fingern betont zu üben. Das heißt, ich betone jetzt einmal den Daumen zum Beispiel, spiele ihn etwas lauter als die anderen Finger. Dann spiele ich den Zeigefinger lauter. Dann den Ringfinger. Mittelfinger. Und wieder Zeigefinger. Und danach ganz wichtig, möglichst gleichmäßig. Vergesst nicht nach dem Anschlag der einzelnen Finger wieder in die Entspannung zu gehen, die Finger wieder zu entspannen. Das heißt, nach dem Anschlag locker lassen. Die Hand soll sich nicht verkrampfen. Und beginnt es, wie gesagt, ganz langsam und steigert es mit der Zeit. Wichtig, wie immer, auch bei anderen Sachen, zum Üben auch dann das Metronom verwenden und Tempo steigern. Runter, einfach parallel verschoben. Wir haben also zuerst F-Dur.